I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. Hey und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wird es um mein Abschiedsbuch gehen. Das sieht so aus. Und von daher würde ich erstmal kurz erklären, was ein Abschiedsbuch ist für die Leute, die es nicht wissen. Ein Abschiedsbuch ist ein Buch, das Austauschschüler machen, um einfach eine schöne Erinnerung zu haben an das Auslandsjahr selber und auch an die Zeit davor. Ja, dann wird dieses Buch halt eben vor dem Auslandsjahr rumgegeben an ihre Freunde oder auch an ihre Familie. Die füllen das oder gestalten das Buch dann ganz individuell. Also man kann da zum Beispiel Bilder reinmachen, Sprüche, also so Quotes oder ja auch einfach Texte, Briefe, was einem alles so einfällt. Ja, dann nimmt der Austauschschüler das mit ins Auslandsjahr. Und ich persönlich werde das Buch dann auf meinem Hinflug lesen und dann wahrscheinlich eine heftige Heulkrampfkrieg, aber das gehört eben dazu. Also ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich und ich hoffe, ihr wisst jetzt, was so ein Abschiedsbuch ist. Jetzt kommen wir einfach mal zu meinem Abschiedsbuch. Also wie gesagt, das macht jeder Austauschschüler ganz für sich, ganz individuell. Meins sieht jetzt so aus. Ich habe einfach so eine Collage gemacht. Ich habe Bilder von We Heart It, von Pinterest und einfach auch von Google ausgedruckt. Das ist alles also so auf Fotopapier ausgedruckt, weil ich das schöner fand als auf Papier. Jetzt gerade fehlt hier noch so eine Folie, also ich mache noch so eine Buchfolie darum. Also so eine selbstklebende, durchsichtige Folie, damit die Bilder nicht abgehen und damit das Buch nicht kaputt geht. Ich werde euch die Bilder jetzt noch ein bisschen genauer zeigen, falls euch das interessiert. Ja, das blende ich euch dann jetzt hier gleich ein. It's not a trip or vacation, it's a second life. Das fand ich richtig passend, deswegen musste das unbedingt darauf. Und hier unten steht, go where you feel the most alive. Das fand ich auch richtig gut und ja, das hier bin ich. Ich weiß nicht, ich glaube, da war ich 2 oder 3. Ja, ich fand das ganz lustig und das hat es irgendwie noch ein bisschen personalisierter gemacht. Genau, und dann, also so sieht es von vorne aus. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Seite. Und zwar sieht die so aus. Das ist so eine Quotes-Seite. Da habe ich eben so ein paar Quotes aufgeklebt, die ich entweder total passend zum Auslandsjahr fand oder allgemein zu meinem Leben. Good vibes only, take the risk, let life surprise you. Also so ein bisschen allgemein gehalten auch. Say yes to new adventures. Kindness is free. Sprinkle that stuff everywhere. And your only limit is you. Also einfach so ein paar Quotes, die ich ganz schön fand. Ja, und dann, wenn man umblättert, kommt man auch schon zu meiner Flugroute. Die sieht so aus. Da dieses Lilane, das ist von Hamburg nach Frankfurt und von Frankfurt dann nach Newark. New York? Also der Flughafen heißt irgendwie Newark, keine Ahnung. Dann werde ich dort 3 Tage die New York Orientation machen und dann geht's von da aus, keine Ahnung wohin, irgendwo in die USA. Ich weiß es ja noch nicht ganz genau. So, hier auf dieser Seite haben wir dann meinen Brief. Ja, hier habe ich noch so eine kleine Weltkugel gemalt. Da habe ich einfach so erklärt, worum es in dem Buch geht, was ich mir erhoffe, was sie machen, also dass sie da Bilder reinkleben. Und da habe ich mich nochmal bedankt und nochmal so ein bisschen erklärt, was ich in meinem Auslandsjahr machen werde, also dass ich zur Highschool gehen werde und in einer Gastfamilie leben werde, wenn sie das eben noch nicht wissen. Und genau, das ist einfach noch so ein kleiner Brief. Auf der nächsten Seite sieht man dann das hier. Das ist eine Seite über mein Gastland, über die USA. Hier habe ich einmal Capital, Largest City, Area, National Language, Population und Food. Und hier sieht man das Siegel. Hier unten nochmal so ein paar Süßigkeiten und Essen. Und hier oben ist der, ja, so eine Art Leitspruch. Also ich weiß nicht genau, wie man das bezeichnet. In God we trust. Genau, das sind einfach nur so ein paar Fakten. Und dann, diese Seite ist bisher noch leer. Da kommt eine Seite zu meinem Start. Dann auf der nächsten Seite wird eine Seite über meine Highschool sein. Und das hier wird eine Seite zu meiner Gastfamilie. Dann ist hier eine Seite,
Die heißt Stay in Contact. Hier habe ich dann meine Kontaktdaten, also einmal Instagram, Snapchat, WhatsApp, Skype und YouTube. Ja, WhatsApp weiß ich noch nicht genau, weil ich wahrscheinlich dort eine neue Nummer haben werde. Und Skype habe ich nicht angegeben, also ja, genau. Und dann habe ich hier eine Travel-Playlist, auf die ich mich persönlich total freue. Ich bin ein sehr musikalischer Mensch und ich höre eigentlich den ganzen Tag Musik und freue mich immer über neue Lieder und ich höre wirklich sehr, sehr viel, wirklich sehr viele Genres. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, dann die Lieder zu haben und mir die runterladen zu können und dann auf dem Flug zu hören. Und da wird noch eine Collage mit meinen Freunden kommen. Die habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich noch keine Zeit hatte. Und dann ist hier eine Seite, it's your turn. Und ab da können dann alle eintragen. Ist genug Platz. Und auf der letzten Seite, da ist eine Wall of Fame. Da können auch mal alle unterschreiben. Hier ist nochmal so ein kleines Bild, my happy place. Dann auf der allerletzten Seite ist nochmal so eine Lasche, wo persönliche Sachen reinkommen können. Also zum Beispiel private Briefe, die anderen nicht lesen sollen. Und auf der Rückseite sieht man noch eine Weltkarte, die ich ausgedruckt habe. Die hat mir persönlich richtig gut gefallen. Und ich finde, das passt eigentlich. Also ich wollte es, hinten habe ich es relativ schlicht gehalten. Und vorne habe ich halt eben diese Collage, die ist relativ bunt. Und bisher hat noch niemand eingetragen. Aber ich werde es wahrscheinlich dann nächste Woche meiner besten Freundin geben. Und von da an geht es immer so weiter. Weil ich von vielen Außerschülern gehört habe, dass es zum Ende hin relativ knapp wurde. Und dass zum Ende hin einfach gar keine Zeit mehr war. Und dass dann viele nicht mehr eintragen konnten. Deswegen habe ich mir so gedacht, fange ich am besten früh damit an. Und dann können da so viele wie möglich eintragen. So, das war es auch jetzt schon mit diesem Video. Das ist mein Abschiedsbuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch dadurch irgendwie inspirieren lassen. Mir hat es auch wirklich sehr geholfen, dann noch andere Abschiedsbücher anzugucken und mich von denen inspirieren zu lassen. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr auch ein Abschiedsbuch macht oder wenn ihr schon ein Video dazu hochgeladen habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ich weiß nicht, das ist irgendwie total individuell und jeder gestaltet es anders. Und ich finde es immer voll interessant, auch andere Abschiedsbücher anzugucken. Deshalb schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich wirklich immer riesig über Feedback. Also wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Wünsche oder am besten auch Videowünsche, weil mir so gar nicht einfällt, was ich filmen soll, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder lasst mir einen Daumen hoch da. Habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.